Jetzt kommt Daniel Kuss, genau, von ADHS Deutschland, und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Ja, vielen Dank. Rebecca hat ja eigentlich schon das Wesentlichste gesagt. Ich möchte halt eben auch noch mal ein bisschen auf das Thema Selbsthilfe aufmerksam machen, was gerade in dem Bereich eine große Unterstützung ist. Vor allem da ja die medizinische Versorgung in dem Bereich nicht so gut ist. Von daher möchte ich noch mal große Werbung für das Thema Selbsthilfe machen. Und auch noch mal ergänzen, dass bei den ganzen Bereichen, die hier eben vorgestellt wurden, im Bereich auf Gesundheit, Arbeitsmarkt und so weiter, auch das Thema Sucht eine ganz große Rolle spielt. Genau, also auch in der Suchtberatung sollte man häufiger mal an das Thema Neurodivergenz denken. Genau. Des Weiteren möchte ich gerne noch das Thema Genesungsbegleitung vorstellen. Ich weiß nicht, ob davon schon mal jemand gehört hat. Dabei geht es darum, dass Menschen mit psychischer Erkrankung einen Weg finden, mit ihrer Erkrankung umzugehen und darüber anderen Menschen helfen, mit ihrer Erkrankung umzugehen und vielleicht auch einen Lösungsweg daraus zu finden. Genau, das war es, was ich zu dem Thema noch sagen wollte. Wie gesagt, das meiste ist gesagt, und vielen Dank. We'll be right back.